Und morgens früh, wenn du morgens früh aufstehst, hast du mal hier. Zelt aufgeschlagen. Immer voll die Lafette, steht wie eine Eins. Lecko funny, da. Du kannst morgens schon die Lafette putzen. Mann, oh Mann, oh Mann. Manchmal schon, bin ich wieder nachts wach da durch. Du hast mir jetzt schon zwei, drei Mal was von der Alten erzählt, die unten rum so fies gerochen hat. Und trotzdem. Ach, hör auf, meine Fresse, ey. Was war denn da? Da kann ich auch kotzen für uns. Der Ring war, gut, hat der Ring so weg weg. Und zwar ich im Ring gekotzt, mit Gott. Ah. Was war denn da? Dann im Studio hast du kennengelernt, so eine Sarotimor. Ja, die war süß. Was das war? Wie kennst du, wann das Sarotimor ist? Ne, weiß ich nicht. Schön braun wie eine Schokolade. Okay. Ja. So 1,50 Meter, weißt du? Ja. Und ja, war nicht schlecht, war nicht verkehrt. War mit dem Stepper so, ne? Schön Figur, hat alles schön. Hat dir passt, ne? Oh, ein bisschen bla 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 gemacht, ne? Ja, und irgendwann, ja, ich habe einen Freund, wie üblich, ne? Ich sah all die anderen Freunde und dann geben sie dir die Nummer. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich modern. Keine Ahnung. Ja, heute hat man einen Freund und ficken durch mit einem anderen. Ne? Der ist für zu kochen zu Hause oder der ist schön, ne? Und ficken nur nicht raus. Mit einem richtigen Kerl. Naja, gut. Auf jeden Fall, ja, war die im Studio, so haben wir ein bisschen tschakka tschakka. Ja, und dann, ja. Hat er mich mal irgendwann angerufen und dann bin ich da hin. Ich kann dir sagen, da war ein Albtraum. Was war denn? Ja, und ich saß da, sag ich schon mal, was soll man jetzt hier lange rumreden, ne? Kurze Rede, langer Sinn. Ich würde dich schön ficken, ne? Dann seht ihr für mich ganz so, ja, ich auch. Ja, sag ich, das war schön, da verstehen wir uns ja. Dann haben wir uns in der Mitte treffen. Ja, und dann, hör uns, ey. Ich mach, ey, Moment mal, hör uns, ey. Die war ausgezogen, hat das Pötzchen an. Boah, ich denke, was war das dann, hör uns? Ich hatte ihn sehr schön eine Pflege lassen. Ich würde das diverse. Boah, hör uns, da hätte ich schon gemerkt, ich will ihn noch nicht tot. Ja, ne? Was war denn jetzt? Ey, die hat so, na, wie eine Fischlade, toter Fisch. Der läuft bestimmt schon einen Mond, hör uns. Als wenn der Fisch, weißt du, wenn ein Fisch so einen Monat liegt. Boah, leck meine Fresse, hör mal. So richtig fies, oder? Boah! Beschreib, was hast du denn gemacht? Beschreib mal. Ja, die war da dran. Ich denke, oh, was ist das dann? Ne, da ging ja nichts immer. War mein Kompressor direkt weg. Der war, ja, ging nichts mehr. Bin ich auf, ich dachte, ich bin an die Trocke. Da habe ich dann noch gesagt, ey, da schämst du dich nicht schon mal. Da ich, guck mal, du stinkst, ey. Dann sagt die, wie, ich stinke. Ja, sag ich, du stinkst. Ruhig, ich sag, nee. Jeder mal unten an deiner Möse dran, immer. Boah. Ja, und dann auf einmal, Jacke, ich, ne, ja, kann ich noch hängen lassen, ich bin einfach raus. Habe ich nachher im Auto angerufen und sage, schon mal, weißt du was, Liebsche, ruf mich nicht mehr an, schmeiß meine Nummer weg. Mit so... Ja, die Jacke? Mit so, ja, und pass auf, mit so stinken Muschel, habe ich keinen Bock drauf. Guck mal, ja, am Arzt habe ich mir das gesagt. Dann habe ich gesagt, und meine Jacke gibt es im Fitnessstudio ab. So, ja, hat die Jacke auch vom Fitnessstudio. Ich meine, das hätte er noch gemacht. So. Aber ey, das ist das Allergrößte, sonst ist was Jäme bei uns. Ey, so jung und dann stinkt wie ein Jaucherprinz. Was ist das dann bei uns? Der ja nicht. Und ich hatte Burnout gehabt, eine ganze Woche. Ich hatte Burnout gerade durch, das musst du mal reinziehen. Ey, die Nase löscht, ich hatte Nasenerweiterung gehabt. Wenn ich auf dem Bett lasche, Geruch in der Nase gehabt. Jetzt, wenn ich eine Frau sehe, denke ich mal an den Geruch. Also du bist jetzt psychisch geschädigt, oder? Ja, ich bin psychisch, nochmal möchte Rente beantragen. Ja, ich hatte eine psychische Knacks gerade durch. Wahnsinn, nochmal. Das ist kein Verzeller. Ich wusste ja nicht, dass es so Gerüche gibt. Boah, meine Fresse, ey. Naja, Gott sei Dank gibt es ja noch andere Frauen, die sauber sind. Ne? Die sind nicht alle so, darf man, ne? So ist das immer.